Wir wollen Klimagerechtigkeit und wir wollen sie jetzt. Frankfurter Schüler werden heute so richtig laut. Und das ohne den Unterricht zu stören. Geht ja auch nicht, sie sind ja nicht da. Schwänzen für Umweltschutz? Gymnasiast Luca Peters findet das in Ordnung. Ich schwänze tatsächlich. Was hat das für Auswirkungen? Fehlstunden, denke ich. Und ich mache ja auch Abi, das heißt, ich verpasse ein paar Stunden im Unterricht. Aber es gibt eben Dinge, die sind wichtiger, für die man sich einsetzen muss, als die Schule. Klima- und Umweltschutz, dafür gehen sie heute auf die Straße. Nicht nur in Frankfurt, auch in Marburg sind es heute hunderte Schüler. Dass so viele gekommen sind, überrascht so manch. Naja, sehen Sie sich selbst an. Wenn es einfach darum geht, dass 13- bis 18-jährige Menschen einfach mal für eine Sache auf die Straße gehen und nicht das tun von ihnen, was von ihnen verlangt wird, dann, wenn man sich die Schreikultur in Deutschland anschaut, dann ja, auf jeden Fall, ich bin überrascht. Fridays for Future heißt der Aktionstag in Deutschland. Und um die Zukunft soll es gehen. Schnellerer Kohleausstieg, mehr Klimaschutz, weniger Umweltzerstörung. Das fordern die Schüler von Politikern und Unternehmen. Wichtig ist ihnen auch, das Ganze muss schneller gehen. Also unsere erste wichtige Forderung ist, dass die Klimakrise ernst genommen wird. Dass sie nicht verharmlost wird, dass Leute verstehen, die Klimakrise bedroht unser aller Leben. Und zwar nicht nur den Eisbären, weil ihm das Polareis wegschmilzt, sondern wir alle sind davon betroffen. Wenn wir uns dem widersetzen, was Lehrer und Eltern uns vorgeben, bekommen wir die meiste Aufmerksamkeit für dieses Thema. Ausgelöst hat das Ganze eine junge Schwedin. Greta Thunberg ist 16 und demonstriert bereits seit 22 Wochen jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament. Mittlerweile ist sie eine kleine Berühmtheit, sprach schon bei der UN-Weltklimakonferenz. Schüler weltweit folgen ihrem Vorbild und fehlen dabei eben im Unterricht. Richtig so? Die Frankfurter Grünen sehen das wenig überraschend, ziemlich locker. Also Schule schwänzen gegen den Klimawandel finde ich völlig in Ordnung. Es geht um die Zukunft und das ist ein wirklich drängendes Thema. Und die Schüler sagen ja selbst, es macht keinen Sinn, für eine Zukunft zu lernen, die wir nicht haben werden, wenn es so weitergeht. Da haben sie recht. Und auch das Frankfurter Bildungsdezernat drückt ein Auge zu. Als Schulträger liegt es uns natürlich fern, zum Schwänzen aufzurufen. Doch das Engagement von Schülerinnen und Schülern, die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen, muss unterstützt und gewürdigt werden. Das sieht natürlich auch Luca Peters so. Für ihn ist es schon der dritte Freitagsstreik. Ich kann nur so zeigen, dass ich etwas ändern muss. Und die, die es können, müssen dann die Änderungen übernehmen. Das ist ja auch die Aufgabe von der Politik. Sie vertreten uns ja. Luca würde es wieder tun. Das Abitur soll natürlich trotzdem klappen.